Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich freue mich wieder sehr, hier zu sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Ich hoffe, dass ihr ein schönes Ostern hattet, ein schönes Osterfest. Ja, und nun sind wir wieder hier und ihr seid auch da und so soll es denn auch sein. Und wir starten in alter Frische Montag, wie immer, mit einer freien und offenen Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50. Oder mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben und ein paar Sätze zu eurem Thema. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Sabine. Sabine ist 42. Guten Morgen. Hallo Sabine. Ja. Ja. Ich rufe an, weil ich wollte mit dir sprechen, weil mein Freund ist, mein Verlobter ist letzte Woche gestorben. Ja. Ist dein Verlobter Sabine plötzlich verstorben? Plötzlich schon, aber wir wussten halt, dass er schwer krank war. Mhm. Und es wäre irgendwann gekommen, sagen wir mal, mit Sicherheit innerhalb des nächsten halben Jahres. Aber es war für uns abzusehen, dass er stirbt. Aber insofern dann doch plötzlich. Genau. Welche Erkrankung hatte er? Er war schwer, schwer krank. Unter anderem hatte er Leberzirrhose. Die ganzen inneren Organe waren angegriffen. Wie alt ist dein Verlobter geworden? 33. 33? Ja. 33. Wie erklärst du dir, dass er Leberzirrhose hatte? Er hat unter anderem Alkohol getrunken. Viel? Ja, über einen längeren Zeitraum. Bei Alkoholiker kann man so weit gehen? Also ich in meinen Augen, sage ich mal, ja. In seinen Augen war er es nicht? Genau. Ja. In seinen Augen war er das natürlich nicht, klar. Wie lange habt ihr euch gekannt schon? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Also da wächst dann schon eine sehr intensive Beziehung. Ja, auf jeden Fall. Wie lange war er Alkoholiker? War er die ganze Zeit, während ihr euch gekannt habt, schon dem Alkohol verfallen oder kam das dann erst? Nee, das kam so nach und nach. Anfangs gut, man hatte man ein Bier getrunken. Mhm. Und das machen wir alle irgendwo. Und das ist aber nachher, er war dann Beamt auf Lebenszeit, ist dann auch in Vorruhestand geschickt worden. Mit 33? Mit 33, mhm. Ja. Also gut, er ist seit anderthalb Jahren. Noch ein bisschen vorher. Und ja, und das war nachher für ihn ein Grund, ich kriege mein Geld ja trotzdem. Mhm. Und hat er dann eigentlich dann wurde das richtig extrem, dass er nachher auch getrunken hat. Ach so. War das für euch und in eurer Beziehung auch ein ständiger Konflikt, der Alkohol? Dass du gesagt hast, hör auf, mach es nicht und. Ja. Hm. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Und trotzdem hat er weiter getrunken und sogar immer mehr getrunken. Ja. Warst du manchmal kurz davor, das Handtuch hinzuwerfen und zu sagen, ich gehe? Ich, ganz oft. Weil ich habe seit anderthalb Jahren meine Tochter oder eine meiner Töchter bei mir mit ihr oben wohnen gehabt, bei uns zusammen wohnen gehabt. Wie alt ist die? Die ist, wird 16. Ja. Und für mich, sag ich mal, das Kind kriegt ja auch immer alles mit. Mhm. Und er war so ganz lieb, nett, man konnte von ihm alles haben. Ja. Und aber halt sein Trinken dann, ne? Aber er hat nicht auch bei dir gewohnt? Doch, wir haben, also meine Tochter und ich, wir haben quasi bei ihm gewohnt. Mhm. Er hat ein Haus, da wohnen wir auch noch, aber wir sind mitten immer wir sind dabei, also eine andere Wohnung zu suchen, auszuziehen, weil wir haben ja keine Rechte an dem Haus. Verstehe. Ja. Nun ist er letzte Woche verstorben. Ja. Nach sehr schwerer Erkrankung. Ja. Und wahrscheinlich mit auch nach sehr großem Leid. Ja. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Ich sagte eben schon zu einem Kollegen, ich bin das war an dem Dienstagabend, habe ich doch mit dem Hausarzt telefoniert. Mhm. Dann habe ich doch eine Einweisung fürs Krankenhaus geholt. Mhm. Und als ich nach Hause kam, da war er schon bewusstlos. Mhm. Dann kamen die Sanitäter, der Hausarzt hatte sofort diesen Krankenwagen angerufen. Mhm. Dann kamen die Sanitäter kurz später und die haben dann noch versucht, ihn wiederzubeleben. Mhm. Insgesamt eine Dreiviertelstunde lang. Und dann sind irgendwelche, ich
weiß nicht mehr, wie man das nennt. Das sind in der Speiseröhre so wie so als Blutgefäße und die sind geplatzt. Mhm. Aber aufgrund der Krankheit wussten wir, sowas kann immer mal passieren. Ach so. Kann aber passieren. Und das bedeutete, dass man dann, dass es dann überhaupt keine Rettung mehr gab? Ja, die hätten vielleicht, die haben dann auf jeden Fall das Blut gemischt, also wenn in der Speiseröhre, die haben mir das so erklärt, wenn in der Speiseröhre diese Blutgefäße, wenn die platzen, dann kommt automatisch der Magensäure ins Innenteil, dann ist dann, wenn wohl die Speiseröhre in den Magen geht. Ja. Und wenn die platzen, kommt Magensäure mit bei und dann gibt es so eine blutige Flüssigkeit und das haben die versucht noch abzusaugen. Aber er ist dann letztendlich im Haus verstorben. Im Haus verstorben, im Beisein der Sanitäter. Mhm. Die haben versucht, ihn wiederzubeleben. Und du warst auch dabei? Ja, meine Tochter ist auch dabei. Mhm. Nun ist es eine knappe Woche gerade her. Ja. Wie geht es dir heute? Im Moment, ich bin im Dauerstress. Ich gehe auch noch arbeiten. Mhm. Meine Tochter geht auch, sind wieder Ferien sind vorbei, die geht auch heute zur Schule. Mhm. Und wir sind am Aussortieren, wir sind am Sachen packen, wir kümmern uns um eine andere Wohnung. Also im Moment sind wir im Dauerstress. Ja. Hast du deinen Verlobten noch geliebt? Aber wurde eben schon mal gefragt, aber mehr nur noch als Freundin. Hm. Also von dieser ganz großen Liebe kann man mit Sicherheit nicht mehr reden. Kann man sagen, dass die ganz große Liebe auch zerstört wurde durch den Alkohol? Ja. Das heißt, wenn er nicht am Alkohol gehangen hätte, wäre das wahrscheinlich ganz anders verlaufen? Hundertprozentig. Ja. Hm. War das für ihn... Ich meine, er war 33, da fällt einem schwer, das überhaupt zu formulieren. Aber dennoch sage ich es, aufgrund seiner schweren Erkrankung, war es für ihn eine Erlösung, dass er gestorben ist? Ja, er wollte auch sterben. Er wollte sterben, er hatte gar keinen Elan mehr, keinen Willen. Nein, war nichts, gar nicht, überhaupt nichts mehr. Das erstaunt mich so sehr, aufgrund seines Alters, dass er Der hatte schon immer mit Depressionen zu tun. Hm. Und die Leute, die ihn kannten, die wussten ja, wie er ist und so was. Also er war immer schon so labil und er hatte so zwei Selbstmordversuche hinter sich. Warum bist du dann letztendlich bei ihm geblieben? Ich denke mal nachher, wenn ich früher gegangen wäre, hätte er sich selber umgebracht. Mhm. Er hätte das alleine nicht geschafft. Mhm. Und als er schon erkrankt war, hättest du ein schlechtes Gewissen gehabt, ihn alleine zu lassen? Ja, ich hatte vorletzte Woche noch zu ihm gesagt, hatten wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass ich mit meiner Tochter ausziehe. Mhm. Ich sage, ich kann das einfach nicht mehr. Mhm. Ich sage, das halte ich von den Nerven her nicht aus. Mhm. Ich sage, ich suche mir eine eigene Wohnung. Und da hat er noch gesagt, ja, ich frage mich eh, warum du die ganze Zeit noch bei mir geblieben bist. Mhm. Er hatte da schon Verständnis für. Hast du geweint, als er tot war? Konnte ich nicht. Mhm. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Das ist nachher. Ich habe so viel mit ihm mitgemacht. Mhm. Und also kannst du deinen Gefühlszustand eigentlich gar nicht so richtig beschreiben im Moment. Du bist im Stress, weil so viel zu erledigen ist. Ja. Natürlich ist es ein Mensch gewesen, mit dem du dich 5 Jahre beschäftigt hast. Das ist natürlich auch ein Schmerz und ein Verlust. Aber ist es für dich auch? Ich meine, das ist vielleicht jetzt ein bisschen hart, das zu fragen. Aber ist es nicht auch eine Art der Befreiung für dich? Mit Sicherheit. Ja. Und ich denke mal, es wird meiner Tochter und mir wieder viel besser gehen, wenn wir aus dem Haus hier raus sind. Mhm. Das heißt, du kannst dich auf dein Leben konzentrieren und... Ja. Mhm. Weil ich war ja eigentlich fast Tag und Nacht, auch die letzten Jahre, jeden Tag und Nacht nur noch für ihn da. Mhm. Weil hat er mit seiner schweren Erkrankung eigentlich viel zu Hause verbracht oder war er immer wieder auch im Krankenhaus? Nee, er war nur einmal im Januar im Krankenhaus. War er insgesamt 5 Wochen im Krankenhaus und dann war er 6 Wochen zu Hause und dann ist er gestorben. Mhm. Das heißt, du hast ihn dann zu Hause auch immer betreut? Ja. Kann man sagen, gepflegt oder konnte er vieles nur selbst machen bis zum Schluss? Er hätte machen können, aber der machte nichts mehr. Der ist ja fast kaum noch aufgestanden, der hat ja fast nur noch im Bett gelegen. Ach so. Und du, ich hab mich eigentlich, und du, hast ja, also, du hast alles gemacht, es gab auch keinen Pflegedienst oder sowas? Nee, gar nichts. Mhm. Also er hätte es selber machen können. Er hätte sich nur mal selber in den Hintern treten müssen und hätte auch machen können. Mhm. Aber er hat gar nichts gemacht. Jetzt hast du mich ja angerufen zu diesem Thema. Warum hast du mich angerufen, Sabine? Ich einfach mal, um mit jemand anderem auch nochmal darüber zu sprechen. Mhm. Und weil wir eigentlich, wir haben jeden Abend, wenn ich jetzt arbeiten musste, manchmal bin ich auch eingeschlafen, muss ich sagen, das ist sowieso nochmal so eine Erinnerung. Wir haben jeden Abend dich im Radio gehört. Ach so, ja. Das ist so, wo ich sage, da haben wir auch immer zusammen gemacht und alles. Mhm. Und
Ja, und halt auch mal mit dem anderen drüber zu sprechen. Mhm. Ich habe auch mal hier Bekannte und Verwandte, meine Eltern und so. Ich kann also auch mit sehr vielen Leuten darüber sprechen und sowas. Und ich finde auf jeden Fall auch sehr gut, dass du jetzt direkt da in diese Organisation reingehst, aus der Wohnung raus. Das bedeutet ja, dass du sofort an ein neues Leben denkst. Ja, weil ich, vor allem, ich muss auch hier raus. Zudem musst du ja auch raus. Aber ja. Es ist auch gut, dass du raus musst, weil du jetzt wirklich gezwungen bist, dann 1000 Sachen zu erledigen. Und vielleicht auch erst nach ein paar Wochen so zur Ruhe kommst. Und dann wirst du dich vielleicht dennoch natürlich dann mit dieser Zeit beschäftigen und mit all dem, was geschehen ist. Ja, klar. Aber für mich ist es besser. Ich bin auch jemand, ich bin keiner, der da groß alles drumherum redet und tut und macht. Mm. Ich gehe in die Offensive, das war schon immer so, und ich fasse die Sachen dann auch sofort an. Ja, das ist auch richtig so. Jetzt steht die Beerdigung noch an? Ja, weil wie gesagt, wir waren ja nicht verheiratet, in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis. Ja. Und ich habe auch das Geld nicht dazu. Ich habe nur einen drei feste Tage Job in der Woche. Ja. Ich kann das vom Finanziellen her auch gar nicht. Und müsste dann für seine ganzen Schulden aufkommen und Sachen aufkommen, wenn ich jetzt eine Sache anfange. Ich habe mich erkundigt gemacht. Achso, ja, wie wird dann die Beerdigung ablaufen, wenn. Ja, die Beerdigung, ich habe eine leibliche Schwester von ihm, hat sich bei mir gemeldet. Am Sonntag, und der wird sie bestattet. Und jetzt am Freitag ist die Trauerfeier. Da hat sie mich auch so eingeladen und alles. Mhm. Und die nimmt das alles in die Hand. Achso, dann hast du da mit gar nichts zu tun dann. Nein. Sabine, dann wünsche ich dir, dass du jetzt so den neuen Schritt in dein neues Leben gut schaffen wirst. Aber ich bin da ganz guter Dinge, wie du wirkst. Ich glaube, das wirst du gut schaffen. Ja, ich habe da auch so viele im Hinterhalt, die mir helfen bei dem Umzug und alles. Also ja, da habe ich ganz viele Leute, die ich kenne, das klappt schon. Ja, und dass die Vergangenheit dich dann nicht allzu sehr einholt, sondern dass du wirklich nach vorne gucken kannst und dann wirklich ein neues Leben beginnen kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Dankeschön. Alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800, ihr Lieben, 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet. Wir sind wieder da nach unserer Osterpause und wir haben eine freie Themennacht, wie immer montags. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, egal über was, entweder per Telefon oder per Mail, domian@wdr.de. Lisa begrüße ich herzlich. Lisa ist 28, nee, 23. Hallo, genau. Lisa. Jetzt hatte ich schon fast eine alte Frau aus dir gemacht. 28, habe ich gesagt. 23. Ja, ich bitte um Entschuldigung. Lisa, um was geht's denn? Ja, und zwar geht es bei mir darum, dass mein Freund und ich uns kennengelernt haben auf einer Party. Mhm. Wir kamen dann so ins Gespräch, ganz kurz, Smalltalk-mäßig, wie das ist. Es war auf einer Studentenparty. Mhm. Meinte er zuerst nur kurz, ob ich denn noch was trinken möchte. So, ja, wie man jemanden anquatscht. Ich habe dann auch ja gesagt. Naja, dann hat er mir was zu trinken gegeben und dann war erstmal Stille, wie das dann so ist. Und dachte ich so, ja, netter Typ, aber viel mehr haben wir uns wohl nicht zu sagen. Wann war das? Wie lange liegt das zurück? Das war im Oktober 2007. Ja, okay. Also du hast getrunken und dann war Stille. Genau, und dann war Stille. Und dann? Ja, und... Aber es waren ja viele andere Leute auch noch da. Genau, ja, aber wir saßen da beide in so einer ruhigen Ecke. Es war Stille. Genau. Mhm. Und ja, dann dachte ich, okay, netter Typ, aber das Gespräch ist wohl vorbei. Mhm. Ja, und dann holt er sein Handy raus, weil er wohl eine SMS bekommen hatte. Mhm. Am Handy wird ja auch immer die Uhrzeit angezeigt und es war wohl so kurz nach eins. Mhm. Dann murmelte er so, nur so zu mir rüber, ja, eigentlich würde ich ja jetzt um diese Uhrzeit Domian gucken. Mhm. Und dann meinte ich so, ach, du guckst auch Domian? Und so kamen wir dann ins Gespräch. Und ach, das ist ja schön, dass er über uns ins Gespräch gekommen seid, wo vorher doch die Stille herrschte. Ich denke, ansonsten wäre das Gespräch wieder so auseinandergegangen, hätte ich vielleicht gesagt, ja, danke für das Getränk. Ja. Dann gewesen. Das ist ja lustig. Und dann habt ihr euch über unsere Sendung unterhalten. Genau, ja, also bestimmt, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber bestimmt eine halbe Stunde, oder? Ja. Aber wir das beide schon sehr lange gucken. Und es gibt ja da immer so gewisse Themen, die einem einfach hängen bleiben. Ja. Und so waren die Barrieren gebrochen und ihr wart so richtig, ihr beiden Hübschen, im Gespräch. Genau so war es. Und dann, wie ging es weiter? Oder wie ist es heute? Bist du mit dem zusammen? Wir sind jetzt zusammen. Ihr seid ja zusammen. Wir sind zusammen. Das ist ja toll. Das ist eine schöne Geschichte. Auf jeden Fall, ja. Absolut. Ach, da ist er ja. Ja, er sitzt gerade neben mir. Wie heißt er? Er heißt Ludwig, aber er wird Lou genannt. Lou, dann gib mir den Lou doch mal bitte. Okay. Lisa und Lou, das ist doch lustig. Hallo Lou. Hallo Domian. Ja, das ist eine sehr nette Geschichte. Ja, finde ich auch. Das heißt, wir haben euch so, ohne dass wir das wollten, so ein bisschen zueinander gebracht.
Absolut. Es hätte wahrscheinlich anders auch geklappt. Ja, also als Schicksalgläubiger auf jeden Fall. Was fandst du denn an der Lisa so nett, als du sie gesehen hast? Alles. Alles. Erzähl mal, beschreib sie uns mal ein bisschen. Sie ist ungefähr 1,85. Mhm. Groß. Mhm. Und hat kurze, rot gefärbte Haare. Ja. Und ja, sexy einfach. Einfach eine tolle Frau. Eine tolle junge Frau. Sehr tolle junge Frau. Du hast eine sehr tolle Stimme, muss ich dir sagen. Ja? Hammer, ja, finde ich schon, ja. Wie alt bist du denn? Ich bin 27. 27. Ja, ihr beiden, das war eine schöne kleine Kennenlerngeschichte, die ihr uns mal erzählen wolltet. Ja, absolut. Ja. Ich hoffe, dass ihr uns treu bleibt und immer wieder mal reinschaut und reinhört. Immer. Das freut immer, wenn es Zeit hergibt. Das freut mich sehr. Und wir wünschen euch natürlich sehr viel Glück und dass diese Liebe sehr lange hält. Wir wünschen uns aber auch noch was. Ihr wünscht euch noch was? Ja, absolut. Und zwar, ab und zu mal wieder ein paar witzige Themen reinbringt. Ja, es ist natürlich so, dass das gar nicht so in unserer Hand liegt. Ne? Diese Sendung funktioniert ja so, dass das gemacht ist, was die Leute quasi anbieten durch ihre Anrufe. Aber wir werden ein Auge drauf haben, Lou. Ja, okay. Alles Liebe euch beiden und viel Glück. Ja. Tschüss. Schönen Gruß an Lisa nochmal. So, Holger ist hier. Holger ist 45. Guten Morgen. Hallo Holger. Guten Morgen Domian. Holger, um was geht's denn? Meine Frau ist am 18. gestorben. Ich habe einen 10-jährigen Sohn. Am 18. März. Am 18. März, ja. Ja. Mit 36 Jahren. Ist deine Frau plötzlich verstorben? Die war seit letztes Jahr August war die krank. Was hatte sie? Lymphdrüsenkrebs. Mhm. Und der hat sich dann nach der erfolgreichen Chemotherapie eigentlich im Kopf vor 4 Wochen wieder weitergesetzt. Mhm. Und dann ging das so schnell? Und dann ging das innerhalb von 3 Wochen. Mhm. Ist sie gestorben. Ist sie dann doch noch für euch sehr plötzlich gestorben? Oder hattet ihr dann das doch schon bemerkt und man hat euch darauf hingewiesen, dass es zu Ende ging? Ich habe das gemerkt, aber ich hab immer, weil die Prognosen von den Ärzten so gut aussahen, mhm. Da hofft man, dass alles weg war. Und da haben wir so gehofft. Mhm. Ach, die Prognose war so gewesen, zunächst ist der Krebs... Der Krebs ist Metastasen sind weg. Und dann hatte sich das im Kopf angesiedelt und ist dann quasi explodiert. Genau. Mhm. Und dann ist halt innerhalb von 3 Wochen, also das waren die schlimmsten Wochen deines Lebens. Ich muss eben Luft holen am Leben. Ich verstehe. Das waren die schlimmsten Wochen. Ja, weil die war nicht mehr bei sich. Mhm. War sie zu Hause? Nee, die war im Krankenhaus. Ja. Und ich wollte sie eigentlich... Also ich war 2 Stunden zu spät da. Mhm. Weil sie mich zu spät angerufen hat. Mhm. Aber sie war vorher ohnehin nicht mehr bei Bewusstsein. Man konnte sie ab und zu nur mal ansprechen. Ja. Sie hat noch reagiert, ein bisschen. Hm. Hast du, als sie noch ansprechbar war, hast du mit ihr über ein eventuelles Sterben, einen eventuell eintretenden Tod gesprochen? Nein. Nie? Sie wollte nicht sterben. Hm. Das Letzte, was sie mir gesagt hat, war, ich will nicht sterben. Das waren ihre letzten Worte? Ja. Hm. Du hast gerade gesagt, ihr habt ein 10-jähriges Kind, einen Jungen. Ja. Wie ist das für den Jungen? Wie geht der Junge mit diesem schlimmen Schicksal jetzt um?
Der spricht da gar nicht drüber, der verdrängt das. Hm. Hat er die Mama nochmal tot gesehen? Nein. Er wollte nicht wieder auf die Beerdigung. Er wollte auch nicht auf die Beerdigung. Hm. Nein. Hm. Er hat die Mama nur gesehen, diese. Ich muss dabei sagen, die hat noch zwei Gehirnkrämpfe gekriegt. Hm. Und danach war sie nicht mehr anzusehen. Und da bin ich noch einmal mit ihm im Krankenhaus gewesen und ich habe mich selbst erschrocken und ich kann mir nicht vorstellen, wie das eigentlich für ein zehnjähriges Kind gewesen ist. Hm. Das heißt, Gehirnkrämpfe bedeutet, dass der ganze Körper auch verkrampft und das Gesicht sehr entstellt war oder verspannt und... Die hat geatmet wie ein Roboter. Hm. Und dass die mich überhaupt da reingelassen haben mit meinem Sohn, das fand ich eigentlich eine Frechheit. Hm. Das heißt, der Junge hat jetzt die Mutter so schwerst leidend gesehen. In Erinnerung. Und er hat das so in Erinnerung. Hm. Ja. Wie lange warst du mit deiner Frau zusammen? 15 Jahre. Hm. Und jetzt ist sie mitten aus dem Leben gerissen. Ja. Das ist ja ein Alter, wo man eigentlich nicht damit rechnet. Das ist ja. Ich mache mir um mir eigentlich weniger Gedanken. Ich mache mir Gedanken um meinen. Um den Jungen. Um meinen Sohn. Hm. Am 18.03. hast du gesagt, ist deine Frau verstorben. Ja. Hast du mal überlegt, mit dem Jungen zu einem Psychologen, einem Kinderpsychologen zu gehen? Habe ich schon gemacht. Das habe ich alles schon in. Genau, ich habe schon bevor die Diagnose gestellt wurde, habe ich schon mit einem Psychologen, den er gut kannte, in Wesel Kontakt aufgenommen und gesagt: Es kann sein, dass deine Mama stirbt. Es muss aber nicht sein. Ja. Die Prognosen ja nicht so gut waren. Als du ihm das gesagt hast, diesen Satz, wie hat er denn darauf reagiert? Gar nicht. Er reagiert irgendwie da. Von Anfang an nicht? Von Anfang an nicht. Mhm. Wie ist es denn jetzt? Kannst du ihn in die Schule schicken? Schafft er das? Ich bin nicht erziehungsberechtigt. Du bist nicht erziehungsberechtigt? Nein, weil wir waren nie verheiratet. Ach so, ach so, ach so. Wo lebt das Kind denn? Jetzt bei seinen Schwiegereltern. Mhm. Im Augenblick am Wochenende ist er bei mir. Und? Jetzt waren gerade Osterferien, der ist jetzt gerade die erste Woche in... ich muss dabei sagen, mein Kind ist besonders begabt. Und es ist natürlich auch nicht einfach, mit so einem Kind umzugehen, sagen wir das mal so. Verstehe. Aber um das zu klären, ich hatte jetzt gedacht, dass ihr eine ganz normale Familie gewesen seid. Nee, waren. Ihr habt also auch nicht zusammen. Waren der Familie, natürlich. Und ihr habt auch zusammen gelebt in einer Wohnung? Ja, natürlich. Wir haben ein Haus gekauft und. Und warum ist dann der Junge jetzt nicht bei dir? Weil. Weil ich ein Problem habe, dass ich Alkoholiker bin. Ach so. Ach so. Ich bin kein Alkoholiker, der irgendwo auf der Parkbank sitzt oder sowas irgendwo. Das hat mich so gerade so ein bisschen gestört, wie ich den ersten Beitrag gehört habe. Mhm. Ja, also ich bin, ich mache seit 32 Jahren meinen Job und den mache ich auch gut. Ich bin Projektleiter für Nachrichtentechnik und das ist schon sehr anstrengend. Aber du trinkst Alkohol. Viel. Oft. Regelmäßig. Nein. Bis zum 10. Dezember und bis zum 30. Dezember nicht mehr, weil ich in Therapie gemacht habe. Aber ich habe jetzt wieder angefangen zu trinken, seitdem meine Frau gestorben ist. Was heißt zu trinken? Also ich... Du hast jetzt im Moment auch getrunken, ne? Ich höre es ein bisschen. Ja, ich habe ein paar Bier getrunken. Mhm. Ja. Du hast eine Therapie gemacht. Du warst in einer Alkoholtherapie. Ja, habe ich gemacht. Das heißt, dann war es ja vorher schon auch schon ganz schön schlimm. Wie lange kämpfst du damit schon? Seit circa 30 Jahren. Seit 30 Jahren schon? Ja. Mit vielen Höhen und Tiefen? Also du hast es immer wieder geschafft,
eine Weile davon wegzukommen und dann wieder bist wieder zurückgebrochen, eingebrochen? Ich habe immer gearbeitet. Ich habe immer meinen Job gemacht. Ich habe immer nicht... Gut, das ist keine Antwort. Das ist keine Antwort, stimmt. Aber ich bin damit irgendwo immer klargekommen, nur... Offensichtlich nicht, wenn du immer wieder in Therapien warst. Nee, Holger, ich will ja keine Vorhaltung hier machen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, nachdem du so ein Unglück erlitten hast. Nein. Aber ich möchte an Therapien habe ich gemacht, aber ich habe auch, ich muss auch dabei sagen, ich habe bestimmt 50 oder 60 Entgiftungen gemacht. Ich hab irgendwann aufgehört zu erzählen. So, aber das zeigt mir jetzt, dass es sehr, sehr ernst ist, dass deine Alkoholerkrankung verdammt ernst ist, wenn du so lange und so heftig damit gekämpft hast. Es gibt doch eigentlich nur ein einziges Vermächtnis wahrscheinlich, was deine Frau hinterlassen hat, auch wenn sie es nicht ausgesprochen hat. Ja. Dass du für deinen Jungen da sein sollst. Ja. Und das kannst du nicht, wenn du säufst. Du musst dir das Saufen nicht so vorstellen. Ja, ich weiß. Besoffen hier nee, ich weiß, ich weiß. Irgendwo, das ist, Holger, ich weiß, das müssen wir aber gar nicht differenzieren. Ich glaube, in der Situation... geht es darum, trinken oder nicht trinken. Und die Entscheidung muss sein, nicht trinken, weil dein Junge dich braucht, weil der Junge den Vater braucht. Der Junge hat seine Mutter schon verloren. Ja, ich weiß. Nur, ich habe mein ganzes Leben lang sämtliche Probleme, die ich hatte, immer mit Alkohol gelöst. So, jetzt bist du 45. So, das über 30, ja, jetzt bin ich, jetzt über 30 Jahre habe ich das gemacht. Okay, das heißt ja gar nichts. Jetzt bist du 45 und ab jetzt wirst du deine Probleme anders lösen. Weil du so einen heftigen Schicksalsschlag erlitten hast durch den Tod deiner Frau, dass dir überhaupt gar nichts anderes übrig bleibt. Und du es nicht nur für dich tust, sondern für dein Kind. Für dein Kind, du musst es tun. Das habe ich schon so oft gehört, jetzt von allen Seiten. Ja, aber es stimmt doch. Ja, natürlich stimmt das. Gibt es überhaupt ein Aber, was du denken darfst? Eigentlich nicht. Weißt du, Holger, entschuldige, wenn ich so hart an dich rangehe. Ich weiß, in welchem Leid du im Moment steckst. Aber ich muss das tun. Ja. Ich muss es wirklich tun, um dich auch zu erreichen. Weil es darf nicht eine weitere Katastrophe entstehen, dass der Junge seinen Vater auch noch verliert. Du hast mir das gerade geschildert, dass der Junge die schmerzverzerrte, sterbende Mutter gesehen hat. Ja, das waren, die hätten mich da gar nicht reinlassen. Ja. Natürlich, aber das ist ja so unfassbar schlimm für diesen Jungen, dass man alles nur Erdenkliche tun muss, um dem Jungen das Leben schön zu machen und erträglich zu machen. Und da hast du ganz viel in deiner Hand und ganz viel Macht in deiner Hand. Das heißt, du musst alles mobilisieren, was dir zur Verfügung steht, dass du... Ich weiß, ich kann meinem Kind nur gut gehen, wenn es mir auch gut geht. Ja, das ist der Satz. Ja. Das ist der Satz. Und morgen müssen Taten folgen. Morgen muss ich mein Kind in eine neuen Schule anmelden. Mhm. Und ich hoffe, du trinkst aber auch nicht einen Tropfen mehr jetzt nach unserem Gespräch, dass du morgen nicht verkatert an der Schule antanzt. Domian, also ich werde mit Sicherheit nicht da mit Alkoholfahne da auftauchen. Also das ist nicht mein Stil. Okay, es geht ja auch um die langfristige Hilfe. Ja. Es geht darum, dass du jetzt was... Ich meine, du hast das 100.000 Mal schon erlebt, wie man Hilfe bekommt und was man tun kann. Ich muss dir gar nichts erklären. Du musst es einfach nur tun. Ja. Du würdest dich unfassbar schuldig machen an deinem Kind, wenn du dich jetzt gehen lässt. Nicht nur in deinem eigenen Leben, was schon schlimm genug ist, aber an dem Leben deines Kindes. Ja. Das ist wohl so. Möchtest du noch eine Beratung von meiner Psychologin haben? Ich habe einen Termin mit meiner Psychologin gemacht für Mittwoch, oder was, die mich in der Therapie betreut hat. Mhm. Ja, zu der habe ich mehr Vertrauen irgendwo. Ich möchte da nicht jetzt mit. Okay, das verstehe ich. Ich bin ich habe einen Termin um 12.30 Uhr morgen und das fahre ich morgen nach Rating. Ja, das ist doch gut. Das ist doch wunderbar. Aber ich wünsche von ganzem Herzen, dass du es schaffst, dass du die Kraft hinkriegst. Das ist eine harte Aufgabe, das ist eine harte Nuss. Ja, natürlich. Vor allen Dingen auch in dieser Trauersituation das zu machen. Aber letztendlich kann dir das auch immer wieder Auftrieb geben und Mut geben.
brauchst du ja immer nur, das steckt hier ein Bild von deinem Jungen in deiner Tasche. Guck das Bild an, wenn du nicht weiterkommst. Ich habe das Problem, dass mein Junge nicht bei mir ist im Augenblick. Dann wird mir das auch mit Sicherheit leichter fallen, nicht zu trinken. Mein Kind ist von meinen Schwiegereltern. Ja, aber nicht umsonst ist der Junge wahrscheinlich jetzt bei den Schwiegereltern. Ja. Also, wir müssen ja gar nicht uns unterhalten. Der erste Schritt ist auch, dass du nach außen hin gut dastehst, den Schwiegereltern gegenüber, dem Jugendamt oder wer auch immer da jetzt mitmischt, dass du vom Alkohol weg bist. Das ist die einzige Grundlage, auf der alles Weitere dann geschehen kann. Ja. Da bist du mir vollkommen bewusst. Das weiß ich. Mhm. So. Jetzt wünsche ich dir Kraft und Erfolg. Nur Kraft und Erfolg. Von ganzem Herzen, Holger. Danke dir, Domian. Alles Liebe und alles Gute dir und deinem Jungen. Alles Gute. Okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Verbunden bin ich jetzt mit André. Und André ist 26. Hallo, André. Hallo, André. Hallo. Hallo, André. Da bist du. Um was geht's bei dir, André? Hallo. Ja, erstmal möchte ich noch sagen, dass mir echt leid tut, was man Leuten so widerfährt und ich jetzt mit meinem etwas kleineren Übel mich bei dir melde. Das macht gar nichts. Gerne mit dir unterhalten würde. So ist das Leben. Das Leben ist so vielfältig und... Ja, in der Tat. Also, tja, mein Problem ist, dass ich vielleicht ein männlicher Nymphoman bin, wenn man so will. Ein männlicher Nymphomane bist? Ja. Also sexsüchtig bist? Ja, ich glaube schon. Ja. Also... Beschreib mal so ein bisschen dein Sexleben. Ja, also ich bin derzeit in einer Beziehung. Mhm. Mit einer Frau? Ja. Ja. Seit circa 2 Jahren. Mhm. Und mein Problem ist einfach, dass ich immer Lust habe und immer kann. Mhm. Und meine Freundin fühlt sich mittlerweile ziemlich eben auf Sex reduziert. Aber das ist nicht so. Du liebst deine Freundin schon auch rundherum als Mensch und siehst sie nicht nur als Sexwesen. Nee, eigentlich nicht, aber... Wie oft willst du denn mit ihr schlafen? Ja, wenn es nach mir geht, dann schon 5, 6, 7 Mal am Tag. 5, 6, 7 Mal? Ja. André, wie geht das? Ja, das ist eine gute Frage. Nimmst du Potenzpillen ein, oder was? Nee. Definitiv nicht. 5, 6, 7 Mal, das geht doch überhaupt gar nicht. Und da hast du immer eine Erektion. Ja, das ist, ja, doch, doch. Ich glaube, du bist als Kind in ein Fass Viagra gefallen. Ja. Irgend sowas. Könnte man vielleicht so stehen lassen, ich weiß es nicht. Nein, im Ernst, 5, 6 Mal ist natürlich heftig. Ja, das klingt auch ziemlich lustig. Letztendlich ist es nicht lustig. Ja, ich sag mal, ich habe noch nie Probleme gehabt mit Frauen, so generell. Also, ich hatte schon immer eine Freundin. So mit 15, 16 ging das bei mir los. Und ehe wir jetzt zur Lebensgeschichte kommen, bist du deiner Freundin treu oder scherst du auch kräftig aus? Nein, also treu bin ich meiner Freundin definitiv. Ach so, das auf jeden Fall. Doch, das definitiv. Ach so, meine Hand muss dann eben öfters mal helfen, wenn es dann eben nicht mehr so klappt. Und das ist eben mein Problem, weil... Also du könntest 5, 6, 7 Mal am Tag und würdest wollen. Wie viel Mal passiert es denn so in der Regel in eurer Beziehung? Ja, also meine Freundin, meine derzeitige, macht das dann schon eher öfter mit als andere, wenn ich das so sagen kann. Was heißt das denn? Wie viel Mal am Tag? Sprich, vielleicht mal 2 Mal, vielleicht maximal 3 Mal. Mhm. Nur trotzdem habe ich immer wieder das Verlangen, nochmal... Und das heißt, wenn du dann zwischendurch dich selbst befriedigst, bringt das auch nicht ein bisschen Ruhe so in dein Inneres? Ja, ich sag mal, es ist dann schon irgendwie ziemlich kompliziert und leider klappt das dann manchmal auch nicht mehr bei mir. Also, dass ich eben dann komme. Wie, wenn du dich selbst befriedigst, klappt das nicht mehr? Ja, wenn ich jetzt, teilweise schon. Also, wenn ich jetzt mal Tage hatte, wo ich jetzt 2 Mal mit einer Freundin schlafen konnte, dann klappt das dann auch schon nochmal, wenn ich mir dann nochmal 2 Mal... nochmal selbst masturbiere, aber teilweise reicht es mir dann eben auch dann noch nicht und irgendwann ist dann quasi auch die Luft raus, sodass er quasi
noch erregt ist, aber es eben dann nicht mehr dazu kommt, dass ich dann, ja. Verstehe nicht. Also wenn du dich selbst befriedigst, dann ist irgendwann die Luft raus, und aber du bist trotzdem noch immer... Ja, ich bin dann sehr unzufrieden auch, weil ich irgendwie nochmal kommen möchte. Und irgendwann geht es einfach irgendwie nicht mehr. Und ja, und das ist eben irgendwie mein Problem. Und das geht Tag für Tag so? Ja, es gibt Tage, da ist es dann mal weniger auch. Ja, auch arbeitsbedingt. Was machst du vom Beruf? Maler und Lackierer vom Beruf. Ja. Und ja, aber trotz alledem, auch wenn wir auf dem Bau sind, und das ist ja auch nicht immer ganz einfach, man kommt dann auch mal kaputt nach Hause. Also wenn ich an Sex denke, dann reißen alle Stränge. Mhm. Das heißt, auch während der Arbeit gehst du schon mal auf die Toilette und hast deinen Spaß? Kann vielleicht auch mal vorkommen, ja. Und du bist, was habe ich gesagt, 26. War dieser starke Sextrieb immer schon so da, seit... Du hast es vorhin angefangen, ein bisschen zu erzählen. Fing das schon nach der Pubertät an? Ja, es ist... Also wie gesagt, so mit 15 hatte ich meine erste Freundin und dann war es noch eigentlich relativ in Ordnung. Nur es wurde immer mehr irgendwie auch, weil vielleicht, weiß ich nicht. Also ich stehe eben total auf Frauen und ich hatte bisher immer ja auch sehr hübsche. Und ja, weiß ich nicht. Also Klartext, ich mach da einfach alles an. Und also im Klartext, das ist schon ein Problem, was du jetzt seit vielleicht 10 Jahren hast. Hast du den Eindruck, dass es stärker wird, je älter du wirst? Tja, ich weiß es nicht. Ich auf jeden Fall. Nee, du hoffst nicht, aber du, was beobachtest du denn? Ja, also ich sag mal jetzt, wenn ich jetzt hier auf die 10 Jahre zurückblicke, denke ich schon, dass es stärker geworden ist, aber eher minimal. Du sagst das mit so einer schweren Stimme. Daraus schließe ich, dass dir das ziemlich auf den Senkel geht, alles? Ja, doch, definitiv. Also da ist nicht mehr so viel mit so viel Spaß und sondern dass es auch eher belastend und nervig ist. Nein, also verstehe mich nicht falsch. Also wie gesagt, ein, zwei Mal am Tag ist auch von meiner Freundin dann für mich immer drin und da macht es mir auch vollkommen Spaß. Mhm. Nur es riecht mich dann eben auch, dass ich trotzdem danach noch volles Verlangen habe. Ja, also so, als wenn ich ein super Gerät vor mir sitzen habe und die macht mich total heiß irgendwie und ich darf dann auch schon mal irgendwie ran und rein, keine Ahnung, wenn ich jetzt so sprechen darf. Ja. Ja, aber und was dann ich sagt sie raus und das war's. Dann verstehen sie, dass ich dann irgendwie so komplett so. Also was ich meine ist, dass du unter der Situation eigentlich leidest, oder? Ja, doch. Das ist gerade kein schönes... Stell dir vor, du hättest jetzt auch keine Freundin. Was wäre denn dann? Ja, dann... Dann würdest du ja wie... Lachen, aber dann ist, glaube ich, meine linke Hand mein bester Freund, ne? Dann würdest du wie irre durch die Welt laufen. Ja, also ich muss immer eine Freundin haben, ne? Und damit habe ich auch keine Probleme. Aber wie gesagt, die Frauen haben eben immer das Problem, dass es einfach zu viel wird. Ne? Und meine Freundin, meine derzeitige, die ich, wie gesagt, über alles liebe und mit der ich ein Kind habe. Ach, ihr habt ein Kind sogar? Ja. Wie alt ist das Kind? Die ist jetzt 2,5, klar. Ah, ja. Ja, und bei uns ist jetzt eben so das Problem, dass, ja, sie eben denkt, ich will sie nur zum Sex haben. Ne? Das heißt, das kann sein, dass die Beziehung sogar irgendwie in die Brüche geht, deshalb? Ja, ich denke, momentan sind wir da auf dem besten Wege. Ja. Ich würde es nicht hoffen, deswegen... Ich finde, André, das ist ein Fall für einen Arzt. Ich finde, das ist ein Fall für einen Arzt. Da musst du mit einem Arzt drüber reden. Was es da so gibt, vielleicht kann man das medikamentös ein bisschen abblocken oder ich weiß es nicht, ich bin kein Mediziner. Wenn das so krass ist, wie du es beschrieben hast und du auch wirklich drunter leidest und du sagst, ich würde einfach gerne einen Gang zurückschalten und dann wäre es immer noch gut. Ich kann es aber nicht, weil ich irgendwie so aufgepumpt bin. Ja, ich habe so den Drang dazu irgendwie. Ja, das verstehe. Ist mir einfach nicht mehr reicht. Und verstehe. Wie gesagt, und wenn ich dann schon selber dann irgendwie mal dabei bin, dann denke ich mir auch, was machst du eigentlich? Ne? Das ist irgendwie, es geht gar nicht. Also ne? ich würde gerne mal, das würde ich gleich zurückrufen und dir mal so ein paar Infos von Ärzten und ja, vielleicht auch Sexualtherapeuten an die Hand geben, mit denen du dich mal, zu denen du mal gehen solltest. Da gibt es keinen goldenen, da gibt es nicht einen so einen goldenen Ratschlag. Ich glaube, dass es wirklich ein medizinisches Problem ist. Ja, ich bin, deswegen habe ich dich angerufen, um mal zu fragen, so, was man dagegen machen kann, weil ich bin schon immer am Rätseln, irgendwie, ob ich meinen Hausarzt deswegen anspreche, aber da traue ich mich irgendwie auch nicht so genau. Komm, dann, wenn das ein guter Typ ist, kann man mit dem erstmal sicher darüber reden und der würde dich dann weiterführen zu einem anderen Fachbereich. Aber darüber solltest du aber mit Simone reden, mit meiner Psychologin.
Okay. Ja, aber ist es denn jetzt wirklich so irgendwie, dass man da schon was gegen machen kann auch, oder? Ich glaube schon, ja. Ich denke schon. Ich denke schon. Tja. Das kann man. Ja, aber wenn sich da nicht mal was ändert, dann hast du ein großes Problem. Ja, und vor allem, wenn deine Beziehung, ich meine, ihr habt ein Kind gemeinsam, wenn deine Beziehung dadurch kaputt geht, das ist ja alles nicht mehr, nicht schön. Nee, eben nicht. So, jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Alles klar. Lieber André, alles Gute, toi, toi, toi. Tschüss. Danke, tschüss. Dani ist hier. Dani ist auch 26. Genau. Und Dani ist eine Frau. Genau. Ja. Bei Dani weiß man das nicht so genau. Doch, Daniela eigentlich. Daniela. Genau. Daniela, ja. Über was reden wir? Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal mit dir geredet und zwar ging es da um das Thema, ich habe vergeben. Mhm. Und da habe ich über meine Eltern erzählt, dass ich denen vergeben habe, weil mein Vater spielsüchtig war und meine Mutter alkoholkrank. Und da habe ich dir erzählt, dass sich das Verhältnis zu meinem Vater sehr gebessert hat, aber zu meiner Mutter irgendwie gar nicht. Mhm. Weil ich denke, dass sie mir auch ein bisschen die Schuld daran gegeben hat und so. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ich weiß noch. Die Schuld daran gegeben, dass... Ja, dass ich nicht richtig für sie da war und dass sie deswegen auch getrunken hat. Und also das Verhältnis war da sehr beklemmt zu meiner Mutter. Ja, und vergeben, insofern hattest du damals erzählt, dass sie schon Schuld haben an sehr üblen Einflüssen in deiner Kindheit und deiner Jugend. Genau. Und dass alles nur wirklich nicht rosig gelaufen ist aufgrund der Alkoholerkrankung der Mutter. Aber du jetzt gesagt hast, okay, ich schwamm drüber und ich vergib denen. Genau. Und das Verhältnis zu meiner Mutter war ja sehr beklemmt. Mhm. Und nach der Sendung dann habe ich halt festgestellt, dass meine Mama versucht, wieder aktiv irgendwie an meinem Leben teilzuhaben. Mhm. Hatte sie die Sendung gehört? Nee. Doch. Doch? Ja. Was für ein Zufall. Also meine Schwester hat es mir erzählt, weil ich habe mit meiner Schwester auch drüber geredet, dass mir so ein paar Veränderungen aufgefallen sind. Ja. Und sie hat mir dann verraten, dass meine Mama das gehört hat. Ach, sie hat es gehört und dich erkannt? Ja, genau. Und offensichtlich hat sie das dann bewegt. Ja, und genau in eine andere Richtung, also weil ich hatte eigentlich befürchtet, dass wenn sie das hört, dass dann endgültig der Hahn zu ist und dass sie dann eher sauer auf mich wäre. Mhm. Aber wirklich genau das Gegenteil ist passiert, sie meldet sich regelmäßig bei mir. Das ist ja super, aber ich meine, du hast, einerseits hast du schon auch eine Kritik geäußert an deiner Mutter, andererseits hast du aber auch gesagt, ich vergebe ihr. Ja, okay, aber meine Worte waren ja schon sehr hart, weil ich ja auch gesagt hatte damals, dass ich meine Mutter kenne und die das nie einsehen wird und so. Mm. Ja, du hast gesagt, sie sei nicht erreichbar. Genau. Mm. Ja, das ist aber spektakulär. Ja, das ist richtig gut. Weil das ist aber sehr toll. Es geht mir auch richtig gut dabei. Also zum Beispiel, auch wenn wir jetzt telefonieren oder uns sehen und uns dann verabschieden, sie sagt mir immer, wie sehr sie mich lieb hat und so. Mm. Also das hat sie vorher nicht gemacht. Und Das heißt, da ist so richtig was Schönes in die Gänge gekommen durch unser Gespräch. Ja, aber richtig, ja. Wie geht's deiner Mutter denn gesundheitlich im Moment? Sehr gut. Also sie ist ja auch schon über 3 Jahre jetzt trocken. Mhm. Und also im Moment habe ich auch wieder gut Hoffnung, dass sie das auch wirklich gut beibehält jetzt. Also, ja. Also ihr telefoniert öfters miteinander? Ja, und also, trefft ihr euch auch hin und wieder mal? Ja, telefonieren tun wir so ungefähr 3-mal die Woche und sehen auf jeden Fall so alle 1 bis 2 Wochen. Wohnt sie in deiner Umgebung? Ja, also mit dem Auto sind es ungefähr 10 bis 15. Ach so. Ja. Das ist eine schöne Entwicklung. Ja, das ist eine sehr schöne Entwicklung. Weil es klang wirklich so abgeschlossen auch. Du hattest, glaube ich, die Hoffnung aufgegeben, überhaupt mit deiner Mutter nochmal so in Kontakt zu kommen. So habe ich das in Erinnerung. Ja, hatte ich auch. Also das waren immer nur so die Anstandsbesuche, so zu Geburtstag und Weihnachten, wenn man sich mal gesehen hat. Und da war auch immer so eine Kälte irgendwie. Mhm. Also da war kein richtiges Mutter-Tochter-Verhältnis. Mhm. Und das hat sich auf jeden Fall gebessert. Also das geht zwar nicht so von heute auf morgen, aber man sieht, da kommt Besserung. Sehr schön, haben wir 2 tolle Rückmeldungen heute. Die einen, Lisa und Lou, haben sich gefunden über ein Gespräch über uns und deine Mama hat zufällig unsere Sendung gesehen und gehört. Ja. Was ja auch ein irrer Zufall ist, ne? Dass sie dann gerade an dem Abend eingeschaltet hat und wach war und weiß ich was. Da ja, zumal sie eigentlich immer früh schlafen geht, so wie ich weiß. Also das ist schon ein sehr großer Zufall. Ja. Wer ist denn die Mama mit Vorname? Sabine. Wenn sie jetzt zufälligerweise auch zuschauen sollte, liebe Sabine, finde ich sehr, sehr toll, deinen Schritt, dass du auf deine Tochter zugegangen bist. Und, ich auch. Ja, und da können sich ja noch wieder tolle neue Entwicklungen jetzt ergeben zwischen Mutter und der Tochter. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ein neuer Anfang auf jeden Fall. Ich danke dir sehr für die Rückmeldung, Dani. Freut mich sehr. Ja, danke auch. Und euch beiden alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, hier live, Radio 1 Live und WDR Fernsehen, dann meldet euch, oder, also per Telefon oder mailt domian@wdr.de. Gabi ist hier. Gabi ist 39. Hallo Gabi. Hallo Domian. Hallo Gabi. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Krebs. Mhm. Ich habe Lymphdrüsenkrebs und muss nächste Woche in die Klinik. Sollte eigentlich letzte Woche schon in der Klinik bleiben, durfte nun nach Hause, weil ich diese Woche noch meinen Geburtstag feiern wollte. Der Geburtstag steht jetzt an noch, oder? Den habe ich heute. Ach, den hast du heute? Ich gratuliere recht herzlich. Danke. Ich wünsche dir Glück und Glück und Glück. Wie weit ist die, oder ich frage anders, wann ist die Krankheit diagnostiziert worden? Vor 6 Jahren am 13. Vor 6 Jahren? Also am 13.02.2002. Und du hast im Laufe dieser Jahre viele Behandlungen über dich ergeben? Viele Chemotherapien, viele Bestrahlung. Ich lag aber nur 2 Tage im Krankenhaus. Ich habe das alles ambulant gemacht. Ich habe einen sehr guten Arzt, mit dem ich auch sehr gut befreundet bin. Ja. Bin selber Krankenschwester und komme aus der Onkologie, Hämatologie, also komme selbst aus dem Fachbereich. Wie ist von daher habe ich natürlich auch gut Vitamin B. Das, und du hast auch einen guten Einblick in deine Erkrankung und kannst es selbst beurteilen auch. Zu gut, würde ich sagen. Zu gut. Wie beurteilst du deine Erkrankung im Moment? Wie beurteilst du denn deine Erkrankung im Moment? Also im Moment ist es halt so, dass es wirklich 50-50 steht. Hm. Dass ich halt, wenn ich einen Knochenmarkspender finde, dass ich hoffe, dass ich es schaffen könnte. Aber wenn ich keinen finde, dann, ja, dann sieht es sehr schlecht aus für mich. Hm. Das heißt, die Erkrankung ist wieder ausgebrochen? Ja, ich, also letztes Jahr im Oktober hieß es sieht alles sehr gut aus. Hm. Dann habe ich aber, ich hatte vor 2 Jahren Metastasen in Lunge, Leber, Knochenmark und Knochen. Mhm. Und im Knochenmark haben sie dann eine Chemotherapie ausprobiert, die halt am menschlichen, also am Menschen im Endeffekt noch nicht getestet war, was für mich aber die einzige Chance bedeutete, um überleben zu können. Mhm. Und mit dieser Chemotherapie haben sie mir das ganze Knochenmark zerstört. Ach. Und das war das Risiko, was du tragen musstest. Mhm. Mhm. Was wir aber vorher nicht wussten, weil es ja Mensch noch nicht getestet war. Daher auch die Knochenmarkspende. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn diese Knochenmarkspende kommt und funktionieren sollte, dann ist das Knochenmark wieder aufgebaut. Aber dann musst du dich erneut um den Krebs kümmern. Der müsste nur, also normalerweise bin ich im Moment in der Bestrahlung der Leber. Ich habe wieder Lebermetastasen. Mhm. Anfang des Jahres haben sie halt wieder einen neuen Knoten entdeckt in der Leiste. Der auch sofort operiert wurde, der aber sehr tief saß und der schon sehr, sehr aggressiv war. Mhm. Bevor sie ihn überhaupt entdecken konnten, hat der halt schon Metastasen gestreut und halt in die Leber gestreut. Und da stecke ich halt gerade drin in dieser Leberbestrahlung, die auch sehr schwächt, und ich bin halt auch tierisch erschöpft. Und mhm. Also habe ich das so richtig verstanden, dass du jetzt zwei, gestatte mir die saloppe Ausdrucksweise, zwei Baustellen hast. Das ist das Knochenmark und die Metastase in der Leber. Ja. Mhm. Mhm. Natürlich erstmal in den Griff kriegen müssen, um überhaupt transplantieren zu können. Selbst wenn sie eine Spende hätten, könnten sie momentan nicht transplantieren. Ach so, weil das mit der Leber noch nicht. Mhm. Also ich muss komplett in Teufelskreis. Muss komplett metastasenfrei sein. Ist das verbunden, das gesamte Knochenmark ist zerstört, hast du gesagt? Ist das verbunden mit starken Schmerzen? Ich bekomme jetzt momentan eine Therapie halt ins Knochenmark gespritzt, um dieses minimale Knochenmark, was halt noch vorhanden ist, was halt noch gesund ist, zu halten. Mhm. Bis ich halt einen Spender finde. Mhm. Schmerzen, ich habe wahnsinnige Knochenschmerzen, aber das ist halt normal unter dieser Therapie, weil ich auch Spritzen bekomme, beziehungsweise mir selber spritzen muss, die Leukozyten halt aufbauen sollen, das Immunsystem halt stärken sollen, ja. Und die halt tierische Knochenschmerzen auslösen. Das Knochenmark ist zerstört, ist dann auch der Tumor zerstört, der im in den Knochen drin war? Der im Knochenmark gesessen hat, die Metastasen, ja. Die sind weg. Mhm. Die sind weg. Mhm. Aber halt alles andere auch mit, ne? Wie geht es dir seelisch? Sehr schlecht. Hm. Das glaube ich. Gut, das war halt mein letzter Wunsch, oder mein größter Wunsch, halt meinen Geburtstag nochmal zu Hause zu feiern. Hm. Ich habe auch vor 4 Monaten einen neuen Partner kennengelernt, der damit ganz, ganz schwer umgehen kann. Er sagte immer, er kann das. Aber ich glaube, ihm ist die Tragweite gar nicht so bewusst, wie, aber du hast wie schlimm es eigentlich um mich steht. Obwohl du es ihm erzählt hast? Hm. Hm. Ja, manche Leute wollen das auch gar nicht richtig verstehen, glaube ich, aus Angst vor der Realität. Ja, also gestern Abend haben wir uns auch tierisch gestritten,
darüber halt, weil er halt sagt so, er sieht immer nur den Trauerkloß und so hat er mich nicht kennengelernt. Ja, aber er hat mich auch nicht kennengelernt mit einem frischen Knoten und mit neuen Metastasen. Er hat mich kennengelernt, da sah alles relativ gut aus. Er hat gesagt, ich sehe nur den Trauerkloß. Ja, weil... Das sagt eine Frau, die so krank ist. Er kommt ganz schwer an mich ran, sagt er so. Er kann halt schlecht mit mir reden. Nur er hat auch einen 15-jährigen Sohn und das Problem ist halt, dass der halt immer allgegenwärtig ist. Er ist halt auch, ob wir nun bei ihm sind, ob wir nun bei mir sind, egal, der Junge ist immer dabei. Und ich bin halt nicht so ein Typ, der halt, für mich ist es noch ein Kind, ein Häkchenkind. Aber er muss nicht alles mitbekommen, er ist 15 Jahre alt. Ja, aber es gibt doch sicher abends Stunden, in denen ihr auch alleine seid, oder? Ja, aber der Bengel, der ist halt so, er kennt es nicht so, er hat halt auch eine schlechte Kindheit von seiner Mutter her gehabt. Immer da. Und er ist halt immer da. Er freut sich halt, mit uns zusammen sein zu können. Und im Endeffekt, wenn wir schlafen gehen, ja, dann sind wir halt müde. Denn vor allem, ich bin so erschöpft, ich schlafe dann auch gleich ein. Also ich habe nicht mal mehr die Möglichkeit, im Bett mit ihm mal eine Stunde zu reden. Das heißt, ihr habt im Prinzip so gar keine Intimsphäre, ihr beiden? Nicht wirklich, nee. Das ist natürlich wirklich bedrückend. In dieser Krankheitssituation, wo man schon dann auch mal unter vier Augen reden sollte und auch nicht einen 15-jährigen Jungen so belasten darf. Das ist ja mein Reden, wo er immer sagt, der kriegt schon genug mit und der ist, so klein ist er nicht mehr, aber für mich ist er ja... Es ist ja okay, dass man ihm offen gegenübertritt, darum geht es ja auch gar nicht, aber ich glaube, wir beide sind uns einig. Man kann ihn auch zu sehr belasten. Natürlich, ja. Und er sieht das halt ein bisschen anders, aber... Hast du jetzt eigentlich gerade eben Geburtstag seit 2 Stunden? Naja, wie ist denn der Tag heute geplant? Also er kommt im Laufe des Vormittags, er hat sich extra Urlaub genommen. Ich habe eigentlich gehofft, dass er gestern Abend eigentlich schon zu mir kommt. Gerade weil ich heute auch wieder CTs hatte und morgen halt Befunde bekomme, morgen früh. In der Hoffnung, dass er vielleicht auch mal mitkommt. Oder dass er überhaupt mal mitkommt. Aber naja, für ihn war das alles ein bisschen stressig und er mochte halt den Jungen nicht allein lassen. Wobei ich einfach sage, der Junge ist auch alleine, wenn er arbeiten geht, morgens um 6. Dann geht der auch alleine zur Schule. Wie alt ist dein Freund? 45. 45. Was macht er vom Beruf? Der ist Gebäudereiniger. Gebäudereiniger. Selbstständig. Das heißt, im Prinzip verlebt ihr dann zu dritt heute den Tag? Ja. Oder gibt es noch Freunde? Ich habe noch ein paar Freundinnen, die halt kommen, nachmittags kommen. Hast du denn vielleicht ein oder zwei richtig gute Freundinnen, die dir zur Seite auch stehen? Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, wo ich auch halt 2 Patenkinder von habe, mit der ich 15 Jahre befreundet bin. Die steht mir wirklich, also die geht mit mir durch dick und dünn. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, wenn man so einen festen Bezugspunkt hat. Da weiß ich auch, die ist sofort da. Also die kann ich auch nachts anrufen, die wäre sofort da. Jetzt gehst du wieder ins Krankenhaus diese Woche. Nächste Woche. Nächste Woche. Was genau wird dann da passieren? Na, erstmal behalten sie mich zur Beobachtung da, dann wird die Bestrahlung halt weiterlaufen und die Therapie ins Knochenmark und wenn die Metastasen halt, wenn sie die in den Griff bekommen mit der Bestrahlung, dann werde ich wahrscheinlich transplantiert werden, in der Hoffnung halt, dass sie einen Spender finden. Kann man denn so ein zerstörtes Knochenmark mit einer geeigneten Spende wieder so richtig aufbauen, dass es so ist, wie es vorher war? Ja. Das kann man? Kann man. Also da steckt schon sehr viel Hoffnung dann darin, dass das passiert. Wenn man 6 Jahre so eine Krankheit hat, die beutelt einen ja ungemein. Und vor allen Dingen, wenn du auch mal aus dem Bereich kommst und die Details alle weißt und alles einschätzen kannst und wahrscheinlich auch sehr viel Erfahrung hast aus deinem Berufsleben mit anderen Erkrankten. Woher nimmst du deine Kraft und Hoffnung? Du, Mian, frag mich nicht. Ich bin 2002 nach dem Suizid meines Mannes in eine Reha-Klinik gekommen, wo das dann letztendlich diagnostiziert wurde. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt frankierte Abschiedsbriefe in der Tasche gehabt. Die ich auch von da aus abschicken wollte. Ich wollte nicht wieder nach Hause kommen. Ich wollte mir das Leben nehmen. Dein Ehemann hat sich das Leben genommen? Warum? Er hat 15 Jahre lang versucht, mich zu bekommen. Und als er mich dann endlich bekommen hat, war er so glücklich. Er war depressiv. Er hat auch Antidepressiva genommen. Da war er so glücklich, dass er dieses Glück einfach nicht wieder verlieren wollte. Und von daher war es für ihn halt... Eine Logik, sich das Leben dann zu nehmen. Ja. Quasi. Bevor er dieses Glück wieder verliert, ist er lieber gegangen. Was für uns eigentlich unvorstellbar ist. Das ist aber sehr... Ich habe davor schon einen Mann verloren, aber durch Krankheit.
das klingt ja für mich, ich sage mal so ganz mal wie eine hochgradig narzisstische Störung, die dahinter steckt. Mhm. Stimmt, würdest du dem zustimmen? Mhm. Hat er dir etwas? Er hat auch im Nachhinein fällt einem sowas ja erst ein. Das fällt einem ja in dem Moment, denkt man da ja gar nicht drüber nach, dass er nach dem Standesanteil direkt gesagt hat, das ist der schönste Tag in meinem Leben, schöner kann es für mich nicht mehr werden, weil ich habe nie geglaubt, dass ich dich jemals kriege. Wie lange hat er noch gelebt nach der Heirat? Wir haben am 25. Juni geheiratet, 2002. Ja. 2001 und am 21. August hat er sich das Leben genommen. Im Juni geheiratet, im August das Leben genommen. Hm. Das ist ja unfassbar. Und deswegen, als ich die Diagnose gehört habe, da war für mich so, man durchlebt ja im Grunde genommen vier Phasen. Hm. Aber diese erste Phase habe ich gar nicht durchlebt, weil für mich war klar, dieser Krebs hatte bei mir ja die beste Grundlage. Mhm. Ich würde jetzt fast mal so weit psychologisieren und sagen, dass vielleicht sogar der Auslöser des Krebses dieser Schock war. Ja. Wer weiß das? Also ich bin davon überzeugt, ich meine, ich arbeite schon seit 20 Jahren in dem Bereich, bin davon überzeugt, dass gerade solche Schicksalsschläge sowas auslösen. Mhm. Mhm. Hat er dir wenigstens einen Brief hinterlassen? Gar nichts. Gar nichts? Gar Hast du nicht einen ungeheuren Wut auf diesen Mann gehabt und immer noch? Ich hatte ihn am Anfang, ja, aber ich mittlerweile nicht mehr. Was hat er dir angetan? Ja, zumal er ja auch wusste, dass ich ja schon mal einen Mann verloren habe, durch Krankheit halt, und dass ich gesagt habe, ich möchte sowas nie wieder erleben. Ach so, du hast da vorher schon mal sowas erlebt? Mhm. Also durch Krankheit halt. Mein erster Mann ist durch Schlaganfall und Hirnblutung verstorben. Ich bin ganz entsetzt über diese Geschichte mit deinem letzten Ehemann. Ich finde das so egoistisch. Also das ist der Inbegriff der Egozentrik, zu sagen, ich bin jetzt am glücklichsten, nur gehe ich. Völlig egal, was danach kommt, nach mir die Sinnflut. Ja, so ist es. Das ist so eine nach mir die Sinnflut, egal was mit meiner Frau wird, die ich angeblich so liebe. Der hat mich wahnsinnig geliebt und er hatte halt wirklich Angst, es wieder zu verlieren. Ja, aber in erster Linie hat er sich geliebt. Ja. Liebe Gabi, die Sendung ist jetzt gleich rum. Du hörst wahrscheinlich die Musik im Hintergrund. Mhm. Mir bleibt von dieser Stelle aus erstmal dir alles Glück der Welt zu wünschen, alle Kraft der Welt zu wünschen. Wirklich von ganzem Herzen. Und wir würden dich gerne gleich nochmal anrufen. Mhm. Da musst du auflegen, dann melden wir uns gleich nochmal. Alles klar. Alles Gute und ich verbinde das nochmal mit einem Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Einfach Glück für dein Leben. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Unsere erste Sendung nach der Osterpause in der Technik. Michael Verhoeven, morgen sind wir wieder da. Radio 1 Live, WDR Fernsehen, ARD 1 Festival um 1 Uhr. Wieder mit einer freien und offenen Themenrunde. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch. Wir sind da. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.